Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trends in World 4, Folge 14 mit mir zusammen. Ich bin der Dennis Spitters. Zum Tag der Deutschen Einheit bin ich hier in den Dresdner Hauptbahnhof hingegangen, beziehungsweise mich hingebeamt und nehmen uns jetzt hier mal so einen schicken RE, lassen den hier erscheinen. Gucken diese BR-146 ab. Das haben wir getan. Dann müssen wir natürlich wieder den Zug entfernen, beziehungsweise die Lok. Das Studio Park dürfte noch dastehen, genau. Dann nehmen wir die 193 Solo. Zack. Die kuppeln wir vorne an. Na komm. Zack. Steigen schon mal vorne ein. Sind die natürlich noch ein Stück hinten setzen. So. Lösen kurz die Bremse. Das funktioniert nicht. Das ist doch ein Dreck, Mann. Das dürfte passen. So. Dann das auf neutral aus. Dann gehen wir raus, weil wir müssen natürlich noch ankuppeln. So. Steigen wieder in unsere Lok. Nehmen wir es noch nicht gehoben. Jetzt aber. Ja. Hauptschalter an. Jetzt hat er geknackt. Das ist immer das Geräusch, dass der Hauptschalter auch reagiert. Es dauert nur leider manchmal ein bisschen, bis der dann auch die Lok dann reagiert. So, das wird er. Endlich, dann können wir. Das ist noch so, dann machen wir. Spitzensignale. Und
Genau. Okay. Ne, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es nicht. Wir öffnen die Türen. Machen natürlich noch hier einige Dinge. Ach so, ja klar. AFB, So, AFB, ganz auf 40. AFB. Bestätigen. Dann gehen wir noch in die Einstellung. Ist natürlich Zugart O auswählen. Was mit der Beleuchtung auf sich hat, weiß ich nicht, würde ich sagen. So, ich denke, dann sind wir soweit. Mit Sicherungssysteme natürlich. So, dann würde ich sagen, können wir aber auch die Türen schließen an unserem Regionalexpress. Könnten vielleicht hingehen und wir noch Ziele einstellen oder ist es gar nicht möglich? Wahrscheinlich ist das nicht möglich, oder? Nee, es scheint tatsächlich nicht möglich zu sein. Ja, schade eigentlich. Das ist wirklich schade, dass man das nicht machen kann. Aber ja, dann ist dem halt so. Wollte ich es dann ändern. Ich würde sagen, dann können wir auch losfahren, lösen die Bremse. Und da müssen wir aber auf jeden Fall noch eine Route setzen, fällt mir gerade ein. Wäre auf jeden Fall eine Idee. Und zwar fahren wir aus Dresden raus. Oh, da geht es nicht weit. Dann fahren wir aus Dresden raus. Niederau. Genau. Machen wir nach Niederau. Wir können aber natürlich noch, wenn wir Lust haben, natürlich noch, wenn wir schon mal Tag der Deutschen Einheit haben, wenn wir schon mal Tag der Deutschen Einheit haben, sowas erscheinen lassen können. Natürlich auch geladen. Wir können den hatten wir noch gar nicht. Mann. 1, 14 Wagen beladen, GBE. Müssen wir natürlich ein bisschen weiter ausfüllen hier. 14 Wagen ist das natürlich schon ein bisschen länger. Überhaupt an den Bahnsteig anpasst. Das passt da. Zack. Können wir eigentlich alles ausnutzen, alle sechs Züge.
Hier können wir ja eine Abstellung improvisieren bzw. simulieren. Und zwar von 110 und 5 BN leer. Natürlich jetzt. Geht das? Ah, scheiße, ich lebe zu lang. Das ist zu lang. Das stellen wir hier hin. Zack. Dann können wir hier noch einen hinstellen. Dann haben wir sowieso alle voll. Stellen wir. Stellen wir. Doch. Ich würde sagen, dann ist unser Bahnhof geschmückt. Wir können losfahren. Wir noch ein schönes Foto machen. In unserem hübschen Bahnhof. So, und dann können wir zu unserem Zug und endlich abfahren. Steigen wir ein. Hier sind die Türe. Setzen uns hin. Und dann können wir abfahren, würde ich sagen. Wir müssen befreien. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Wunderbar. So, dann verlassen wir den Dresdner Hauptbahnhof. Mittlerweile auf 60 aufschalten. Wisst ihr eigentlich, ob man die KI fahren lassen kann, die man selbst erzeugt? Oder stehen die einfach nur da und sehen schön aus? Also wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren.
60. Dann fahren wir mit unserem Regionalexpress Richtung Nidau. Wunderschön, wunderschön. Und die 193 ist natürlich universal einsetzbar. Güterzug, Fernverkehr, Nahverkehr. Wunderbar, die kann man überall einsetzen. Das dürfte Dresden-Neustadt sein. Jetzt geht es hier links rum. Wunderschön. So, gleich 100 und 160. Wunderbar. So, Zugrad haben wir doch hoch gemacht, ne? Richtig? Ja. Ich sehe da auch nichts. So, dann haben wir 15 Kilometer. Schön an den Bahnhöfen vorbei auf den Außengleisen.
fahren wir schön geschmeidig unserem Ziel entgegen. In diesem 3. Oktober 2023. Ein Feiertag in ganz Deutschland. Tag der deutschen Einheit, der deutschen Wiedervereinigung. Das mag für den einen kein Feiertag sein, für die allermeisten ist das aber ein Feiertag. Ich gehöre dazu. Die meisten, oder es gibt vielleicht einige, die das nicht als Feiertag sehen. Ein Kommentar dazu behalte ich für mich. Für mich ist das ein Feiertag. Und, ja. So, gleich 130. Was mir aufgefallen ist, was ich schon versucht habe, man kann die Lok kann die Dostos nicht schieben. Warum auch immer. Ich habe es versucht, aber man kann dann am Steuerwagen die. Zwangsbremsung. Hier ist nicht aufgepasst. Also, das ist nicht möglich, weil man am Steuerwagen den Hauptschalter nicht schließen kann. Und somit kann man nicht losfahren. Deswegen funktioniert das nicht. Zugbeeinflussung. So. Gleich 120. Ja, eigentlich schon machen, weil ist der beschleunigt, hat sind wir da eh, beziehungsweise sind die 120 angekommen. Gleiswechsel vorzunehmen. Deswegen auch die 100. Und
sind es noch 5 Kilometer. Wunderschön, wunderschön. Und gleich gelb. Das heißt, wir werden schon mal runter auf 80 gehen. Wenn wir nämlich eh quittieren müssen. Und dann sind wir jeden Moment da. Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung. Ja, das sollte natürlich nicht passieren, aber ja. Das war ja eh zu Ende, das Szenario. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt sauber, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Habt noch einen schönen Feiertag. Habt noch eine schöne Restwoche. Das war's erstmal mit Videos von mir, weil ich, wie gesagt, am Samstag in Stuttgart bin und freut euch darauf. Macht's gut, passt auf euch auf. Euer Danny Spieters. Ciao, Servus und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, das war so nicht geplant als Ende, aber ja, auch sowas passiert. Wie gesagt, in der Sandbox ist alles möglich. Ihr könnt euch alle Züge auf allen Strecken zusammenstellen, was ihr wollt. Habt Spaß damit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Euer Danny Spieters.